Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe mich nicht auf diesen Stab gestellt, weil ich gemerkt habe, das ist einfach eine magnetische Kiste. Fail. Naja gut. Jetzt haben wir die und können eigentlich dann auch schon direkt weitermachen. Oh, neuer Bogen, perfekt. Weil ich glaube, wir haben sonst alles. Gut, gucken wir uns die nächste Ebene an. Ich hoffe, die wird auch noch nicht so schwer. Weil je leichter das ist, desto besser kommen wir hier durch. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Ich fürchte aber, das wird noch wesentlich schwerer. Wenn wir Pech haben. Okay, aber Nahkämpfer. Das ist okay. Hoffe ich. Da fällt mir ein, ich habe ein Stasis-Modul. Au, das war mies. Hallo, ich sehe nichts. Ah. Okay, wir kriegen wahrscheinlich nicht umsonst eine Bocklanze. Oh wow, okay. Diese Etage ist doch schwerer, als ich dachte. Oh wow, okay. Wie mache ich das? Das ist ja eine miese Sache. Hammer. Ja. Also von denen habe ich schon mal keine Ruhe, weil die ganze Zeit auf mich zureiten. Schlagen mich auch, machen ziemlich viel Schaden, muss ich sagen. Was kann ich da machen? Lanze haben sie mir gegeben. Lanzen könnten natürlich helfen, oder ich nehme Pfeile. Das, Stasis-Modul ist an sich eigentlich auch ganz gut. Aber dass gleich alle auf mich zugeritten kommen, oh mein Gott, das ist ja, puh, nicht so schön. Wahrscheinlich muss ich viel in Bewegung bleiben, die haben nur Nahkampfwaffen. Vielleicht kann ich auf einen Baum klettern. Das müsste ich dann gucken. So, wir holen uns erstmal die Waffen. Und Schild, den ich natürlich auch erstmal wieder ablege. So, hier ist genau der erste Arm. Und da haben wir noch eine Lanze. Schön. Warum ist doch alles verrostet, ey? Ups, so, der nächste. Das wird dann der hier sein, wa? Jep, das war der. Du auch nochmal weg. Oh. Easy. Gut, der erste Raum ist echt einfach. So, holen wir uns mal alles, was wir finden können. Oh, was habe ich jetzt noch? Ach, das Schwert, genau. So, haben wir noch irgendwas? Ja, hier ist noch ein Pfeil. Was machen wir? Wo ist es? Haben wir schon alles? Könnte tatsächlich sein. Nee, hier ist ein Pfeil. Aha, hier ist noch ein Pfeil. Alles mitnehmen, was wir brauchen können. Aber ich denke, das war's jetzt. Die Kisten habe ich, sonst habe ich, glaube ich, auch noch einen Pfeil. Sonst habe ich, glaube ich, aber alles. Okay, gehen wir weiter.
uns in Ruhe zielen. Perfekt. So. Was haben wir da drin noch gehabt? Ach, die tauchen auf, ne? Genau. Dann bereite ich doch schon mal ein bisschen was vor. Ups. So. Autsch. Aber das war doch gar nicht so schlimm. Na komm. Das hat uns eine Menge Zeit gebracht. Ja, easy. Knapp über ein Herz, aber es ist okay. Ich hätte die zweite Bombe nicht direkt zünden sollen. Eine mittig hätte, glaube ich, gereicht. Ah, nehmen wir das noch mit. So, was brennt hier? Noch eine Waffe. Am Anfang werden wir echt mit Waffen zugeballert. Was ich eigentlich gar nicht so geil finde, ist, dass unser Rucksack im Verhältnis dann so klein ist. Moment. Gut, dass er das Gang gezeigt hat. Das ist eine Kiste. Die haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Na, irgendwas Cooles? Ein Gardeschwert. Nice. 48 Schaden. Damit können wir definitiv was anfangen. So. Sind wir jetzt schon wieder bei den Reitern? Keine Ahnung. Jetzt möchte ich eigentlich noch hier ein bisschen mehr rumgucken, ne? Da ist noch eine Kiste. Aha. War im ersten Raum auch schon Kiste? Oh. Gar keine Kiste, sondern einfach nur ein Schild. War das im ersten Raum auch schon so? Ich hab's komplett übersehen. Wäre ja denkbar, ne? Ja, das ist die Kiste. Aber wir müssen da ja immer noch Blitz einschlagen, ja, tun's auch. Gut. Dann ist das ja ganz logisch. Gut, wir gehen weiter. Was machen wir? Ich weiß es gar nicht, ist das... Nee, das ist noch nicht der Raum. Ups. Wir haben jetzt erstmal noch das mit dem, ja, Ausguck quasi. Genau, dieses Level. Das war eigentlich auch in Ordnung. Ich mag die Optik mit dem ganzen Gras und so was. Oh, war das schlecht. Ich schieße schon wieder diesen blöden Zaun, ne? So, und... Moment, macht der Blitz das? Nö, schade. Schade, schade. Naja, gut. Der hinterlässt leider nichts. Sind die Skelette denn schon da? Oder tauchen die echt erst auf, wenn wir... Ja, die tauchen auf, wenn wir hochgehen. Ist aber eigentlich ganz gut, dann können wir die hochkommen lassen. Gemütlich von oben angreifen. Da ist er. Na, komm mal her. Ah, shit. Ah, weg. Der hat eine Lanze. Oh mein Gott. Jetzt fäll ich aber richtig hart. Hey, wir können direkt die Köpfe abschießen, dann sind die instant tot. Ja, funktioniert. Wow. Okay, gut fürs nächste Mal zu wissen. Na komm! Aua. Das gibt's doch nicht. Wo ist der Kopf? Oh wow. Ich denke, du bist ein Trottel.
Jetzt wie sie den Scheißkopf an, danke. Puh. Okay, das war gar nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Was ich mir aber zunutze machen sollte, ist, dass ich die One hitten kann. Und das werde ich dann wohl auch machen, sobald ich die Möglichkeit habe. Also wenn ich beim nächsten Mal da hochgehe, dann werde ich direkt mit dem Bogen angreifen und auf jeden Fall die mit den Waffen One hitten. Die anderen waren jetzt nicht... Wow. Waren jetzt nicht so schwer. Aber okay, wissen wir es auch. Habe ich nie drauf geachtet, dass das funktioniert. Ein paar Pfeile, perfekt. Generell bekommen wir relativ viele Pfeile. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wahrscheinlich brauchen wir die auch. So, war das wieder alles oder haben die noch was versteckt? Sieht aus, als wäre das alles. Okay, dann gehen wir weiter und gucken, ob wir die Herausforderung schaffen. Was kann ich denn dafür tun? Ich habe eine Lanze, das ist eigentlich ganz gut. Ich könnte mit Pfeilen angreifen. Die auch versuchen zu one-hitten, sind immerhin Skelette. Ich glaube, das probiere ich auch als erstes. So, gleich nach links gucken und abschießen. Oder nicht. Ah, shit. Oh, wow. Der Schaden ist real. Hallo? Warum hat es den Kopf nicht anvisiert? Nee, dieses Drehen mit ihren Schwertern. Lanzen. Das ist echt hart. Nein, 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 beweg dich. Puh. So, war's das? Nein, das war's noch nicht. Vielleicht soll ich einfach eines von deren Pferden klauen. Zack. So ein großes Gebiet hier, ey. Wow. So, was kann ich wegschmeißen? Du kommst weg. Die Hände kommen weg, aber dann nehme ich erstmal die hier. Jetzt muss ich gucken, was ich wegschmeiße. Die haben ja doch schon ein paar coole Sachen dabei. Waffentasche, Waffentasche. Hier ist noch ein schlechter Arm. Bockstock. Uff, erstmal nicht. Das Problem ist, dass sie echt viel Reichweite haben mit ihrem blöden... Was war das? Rostiger Zweihänder. Zweihänderwaffen sind auch gut. Im Regen zwar noch nicht... Die gehen ein bisschen schnell kaputt. Aber sonst kann man die gut gebrauchen. Naja, sonst haben die halt auch eine riesen Reichweite. Mit ihren blöden Lanzen, weil sie die auch so drehen. Was für meinen Geschmack zu viel Schaden macht. So. Warte mal. Ich habe einen Höhenvorteil. Das sind alles Nahkämpfer. Nächstes Mal direkt hier hochrennen. Zack. Ah. Mann! Wow. Ich wollte einfach mitzielen und... Ach, ich hasse es. Okay, ich hasse es. Ich hasse es richtig. Dieses Mitzielen, wenn die auf Pferden sind, du kommst mit dieser Steuerung nicht hinterher. Du kannst nicht so schnell mitzielen. Und die können ganz gemütlich von da, von ihrem blöden Pferd runter. Vielleicht soll ich wirklich ein Pferd von denen klauen und dann da mit rumreiten. Aber ich werde als erstes erstmal
auf dieses Gebäude reiten. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weil die haben nur einen Bogenschützen bisher. Das war jetzt der, der mich zum Schluss gekillt hat. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Da machen die mir wesentlich weniger Schaden. Generell ist der Bogen am Anfang ziemlich wichtig, scheinbar. So, wir laufen erstmal wieder weg. Yo, was zum Henker. Das ist aber auch noch nie passiert. Das ist nicht gut. Das fängt schon schlecht an. Und unser Startarm. Ah, ne. Können wir so machen und Schild erstmal weg. Hör auf damit, ey. Wenn ich was hasse, dann ist es... Au, diese Drehattacke. Das sollte jetzt nicht passieren. Okay, der erste Raum läuft überhaupt nicht. Hier ist ja alles schief gegangen gerade, was schief gehen konnte. Ja, tut es. Wo ist der Bogenschütze? Ich dachte, wir wären noch da hinten. Da ist der. Ah, toll. Der hat mich schon zweimal erwischt, ey. Das war eigentlich ziemlich kacke. Ganz schlechter Start. Okay, das war wahrscheinlich der schlechteste Start, den wir bisher hatten. Aber macht nichts. Dann können wir trotzdem noch ein bisschen üben, ob unsere Taktiken so weit funktionieren. Und ich hoffe, das werden sie. Was der Bogenschütze, dass mich gleich am Anfang getroffen hat, ey. Okay, ich bin wahrscheinlich gerade auf ihn zugelaufen. Ist dann blöd gelaufen. Ich habe ihn noch nicht richtig wahrgenommen, weil ich erstmal weg wollte von den anderen. Na gut. So, haben wir noch irgendwas? Irgendwelche Pfeile. Pfeile sind momentan ziemlich wichtig. Die haben eigentlich eine Metallspitze, ne? Sieht man die? Hätte ich mal austesten sollen eben. Bisher sieht aber nichts danach aus. Nö. Okay. Ups. Diesmal gehe ich mal von links an diese. Ah ne. Kommt ja erstmal das hier. So, und du noch. Na komm. Hier folgt dem ganz gemütlich automatisch, ne? Aber bei den Reitenden, die sind einfach zu schnell. So, eine mittig hatte ich gesagt. Kann man auch schon reinrollen lassen. Wow, die Explosionskraft hat mich hier sogar auch noch erwischt. Hops. Und du bist tot. Perfekt. Das ist eine gute Taktik. Nur, dass ich wahrscheinlich die Bombe noch früher reinrollen lassen müsste. Boah, Alter, wie viele Arme man hier kriegt. Ach, jetzt hier schon wieder testen können. Ob die magnetisch sind. Ich glaube nicht, weil es Holzpfeile sind. Aber die Spitze ist eigentlich aus Metall. So, dann wissen wir, dass hier noch was ist. Ups. Nur das. Und zacki. Gardeschwert. Nice. So. Nee, diesmal ist hier draußen nichts. Alles klar. Ich bin echt gespannt, was noch an Wetterphänomenen hier kommt.
Ich hoffe nichts weiteres als das, was wir bisher haben. So, genau, ich wollte diesmal links hier ran, weil rechts sind immer diese blöden. Ja. Die, wie heißen die? Diese kleinen Zäune halt. So, und du. Wow, du bist ein bisschen zu nah. Ist gar nicht so explodiert wie die anderen. Okay. So, dann testen wir das nochmal mit unserem Bogen. Mist. Der ist tot. Wir haben keine Pfeile? Wir hätten doch sonst immer Pfeile. Oh shit. Jo, jetzt wirf mit Fässern um dich. Oder was? Holzpfeile, okay. Will der gar nicht? Aha, also doch. Oh, shit, 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 shit. Jetzt sind wir zu viele. Sehr schön. Gut, das waren die. Und dann haben wir nur noch den einen, nee, zwei. Okay, da ist einer und hier ist einer. Gehen wir erstmal hier näher ran. Ja, komm. Und wir haben noch mehr Arme. Arme für alle. Wow, ich dachte, er trifft mich jetzt. Nice. Ich kann auf jeden Fall den Höhenvorteil. Ich bin scheinbar nicht so gut mit dem Bogen. Ich weiß auch gar nicht, wo meine ganzen Pfeile hin sind. Warum sind das so wenige? Wow, schon voll. Heftig. So, ich werde die 5er auf jeden Fall ablegen. Und. Mehr brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Gut. Holen wir uns noch diese Sachen aus dem Kissen. Hier ist ein Holzpfeil. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich soll trotzdem noch ein bisschen gucken, ob ich Pfeile finde. Nee, das ist ja übel. Warum haben wir diesmal so wenig? Haben die für beim letzten Mal voll viele im Verhältnis? Oder kam das nur so vor? Gut, den Ritterbogen. Ritterbogen sind gut. Aber ich kann erstmal die schlechten Bögen benutzen. 8 Pfeile, wow. Wo haben wir noch was? Scheint nicht magnetisch zu sein. Schade eigentlich. Oh, das sind wirklich keine Pfeile mehr hier. Ich glaube, das Fass runtergeworfen. Sind nicht auch nur Pfeile dann? Ich sehe sonst auch nichts. Okay. Das ist natürlich schlecht. So, welche Ebene kommt jetzt? Ah, okay. Dann renne ich jetzt direkt los. Na, jetzt. Und hoch da. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann könnte ich die theoretisch auch mit Bomben beschmeißen. Ich glaube, das mache ich auch. Hier, kommt her. Das ist eine super Taktik. So, das waren die.
Ja, mach Sachen. Interessiert mich nicht. Hab's. Ey, hau nicht ab. Ja, nice. Läuft. So, einzelne sind dann ja kein Problem mehr. Das ist nur ein Pferd. Die tun mir alle nichts mehr. Sehr schön. Knochenbockkeule. Die nehme ich doch gerne mit. So, was haben wir noch? Bockstock. Nein, wir haben noch hier den einfachen Arm. Das ist eine super Taktik, ernsthaft. Gut, dass wir... Oder dass hier das Gebäude ist. Gut, jetzt muss ich nur rausfinden, wie ich die hier kriege. Wow. Okay, zwei Bogenschützen. Ich versuche meinen Höhenverteil zu kriegen. Mist, knapp verfehlt. Das war gut. Mist, das war nicht so gut. Aber wenn die alleine sind, ist das alles kein Problem mehr. So, wo ist der letzte? Da. Nice, würde ich sagen. So. Das war der. Und wo ist der letzte? Einer fehlt noch. Wo ist der? Hallo? Wo bist du? Einer gastet hier noch rum. Schießt er mit Bögen auf mich oder? Mit Pfeilen? Sie rennen alle in die Richtung. Vielleicht ist er da. Weil da der Kopf ist. Ah, er hat sie zurück. Und bastelt hier oder was? So, das war's. Oder? Sind hier noch mehr? Wir müssen. Ah, ha, 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 ha. Moment. Meine Güte, stirb. Jetzt haben wir's. Gut. Okay, die ganzen Knochenhände sind ein bisschen viele. Aber ich würde sagen, die Taktik war super gut. So, komm mal her, Kleiner. Ich glaube, besser können wir es nicht mehr haben als diese Taktik. Ups. So, was haben wir hier noch? Verrostete Hellebarde. Also ich nehme die Waffen ja lieber mit, als den Kram, den ich jetzt habe. Ups. Erstmal ablegen. Als Pfeil. Genau, ich würde sagen, die ersten Ebenen sind an sich kein Problem. Wenn man jetzt nicht so fällt wie ich am Anfang, aber ist okay. Kann man sich echt dann kaputt beißen, wenn man nicht auf dieses Gebäude rennt. Muss ich ja mal so sagen. Ach nein, ich wollte eigentlich den hier. Weil wir wissen, die verstecken ja scheinbar doch noch ganz gerne was. Da oben sind zwei schon noch. Hätte ich auch direkt hier rennen sollen, aber dann habe ich die Bogenschützen gegen mich. Ja, hier regnet es, deswegen sind die Waffen wahrscheinlich auch alle verrostet. Schätze ich jetzt einfach mal. Das hier ist nicht so haltbar wie die aus Metall.
Erstmal ablegen, bevor noch irgendwas passiert. Da ist nichts mehr. Da ist noch was. Achso, ist nur ein Schild. Okay. Nehme ich aber gerne mit. Und noch ein Schwert. Oh, wir haben so viele Waffen, das ist der Hammer. Dann kommt der noch weg. Ich hoffe, wir behalten diesen stetigen Waffennachschub auch. So. Weil sonst kriege ich später wahrscheinlich ein Problem. So, wo waren jetzt die Waffen? Die Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Ich hatte doch irgendwo ein paar Kisten. Oder nicht? Bin ich blöd? Wo waren denn die? Okay, ich weiß nicht mehr, wo sie sind. Ich bin der Meinung, hier waren noch irgendwelche Metallkisten. Na gut, jetzt sind hier noch Holzkisten. Oh, Elektropfeile. Die kann ich bestimmt gebrauchen noch. So, dann gucken wir uns jetzt aber die nächste Ebene an. Wobei, ich glaube, das sparen wir uns dann für den nächsten Part auf. Weil dieser ist dann doch schon ganz schön lang. Ja, und gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.